What the fuck? Na Gott, danke Kollegen, habt ihr richtig gute Länge gekriegt, ey. Guten Morgen, meine Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA. Warum ich guten Morgen sage, es ist sehr früh am Morgen hier in Los Santos. Es ist auch noch sehr nebelig. Wir sind heute mal wieder unterwegs als Polizist auf dem Motorrad. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles so erleben. Als Mod-Erweiterung oder Neuerung habe ich aktuell einen US-Mod laufen, der ergattet wurde. Okay. Alles klar. Nehmen wir an. Klingt gut. Und zwar haben wir Gunfire reported. Da fahren wir gleich mal hin. Code 3 natürlich. Es gibt eine Verfolgungsjagd da vorne. Und das um diese Uhrzeit. Wie sie alle durchdrehen in der Stunde. Also vielen Dank nochmal an den netten Kommentator, der mir gesagt hat, dass ich mit J zwischen Code Sirene und Nicht-Sirene schalten kann. Ganz wichtige Taste, ich habe es immer im Menü versucht zu machen, was echt tierisch genervt hat. So, gleich mal dahinter fahren. Vollgas geben. A Suspect has escaped, wie denn das? Achso, das war der andere Call-Up wahrscheinlich von davor. So, da steht hier, oder? Attention all units. We've got a 148 in Chamberlain Hill. Was macht denn ihr hier? Seid ihr total bescheuert? Ah, ja, war ja klar, dass jetzt die Pistole rauskommt. Taser. Runter mit deiner Scheißwaffe. Ah, guter Taser, Ralf, guter Taser. Ah, fuck. Ah, ausweichen, ausweichen, weil die kann ich schießen, ausweichen. Officer Knallfinger, kriegt das hin und... Tasern. Ah, scheiße, wieder nehmen wir Taser. Lauf. Tasern. Ah, fuck. Oh, damn it, Alter, werde ich jetzt erschossen. Alter, warum schießt denn der drüber drauf, die Tussi? Runter auf den Boden, runter. Ah, runter auf den Boden, zurück auf den Boden. Bleib unten auf dem Boden, Tante. Runter mit dir. Ach, hör auf zu schießen. Nein, dich geht doch, ey. Ah, runter auf den Boden. Bleib einfach da liegen. Da passiert doch nichts. Bleib einfach liegen. Geh doch runter auf den Boden, Tante. Und du da immer auf zu schießen die ganze Zeit. Hat jetzt alle total durchgeknallt. Ihr wusstet, der Typ, der da schießt. Du auch, hör auf. Boah, Alter, was ist denn hier los, ey? Boah, ist voll Backup. A 1099 in Chamberlain Hill. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Auf dem Boden, alle auf dem Boden. Auf zu schießen, Mann! Nice Flip. So, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich dich überhaupt hier festnehmen will, aber ich muss. Weil du mir so hart auf den Sack gehst. Runter auf den Boden mit dir, komm. Endlich, Mann. So, du bist vorläufig festgenommen, weil du eine Schießerei begonnen hast. Du bist echt ein komischer Kauzmann. Hartes Respekt. Können wir dich vielleicht aber arresten oder so? Okay, mal schauen, ob ich ihn mitnehmen kann. Ja, yeah, ich skate ein bisschen auf ihn. Ist auch in Ordnung soweit. Hauptsache runter von der Straße. So, du bleibst nochmal schön liegen. Okay, für die Tante haben wir nichts. Oh, scheiße. Ich hole trotzdem meinen EMS. Ich bin mal nicht so. Ah, oder wobei. Jetzt habe ich auch noch verklickt, oder? Ich glaube, da hilft nur noch abholen lassen. So, da vorne rennt auch noch ein Typ rum. Den holen wir jetzt auf jeden Fall. Ah, wobei, da sind schon die Kollegen hinterher. Das ist schon sehr gut. Dann werde ich mich nochmal ganz kurz hier bei denen aufhalten. Mal schauen. Ob der einfach durch die Tussi tot ist und der Typ hier ist verschwunden. Er ist auch nicht weiterstellen. Okay, ihr kümmert euch um die Leiche da drüben, wunderbar. Dann fahre ich mal wieder in einen Einsatz.
Wow, Pisswasser. Ein riesen LKW voller Pisswasser. Sieh, da kommst du mal runter, das macht keinen Sinn. Hallo, sie da hinten, als ob sie rennen. Macht doch keinen Sinn. Schon wieder so ein Typ, der flüchten will, ey. Wird gleich mal hart getackelt hier, sag ich dir, Mann. Ich bin Motorradstaffel, Mann. Ich halte es aus, Mann. Ich kann rennen. Ich bin gut. Ich bin in voller Energie. Ich krieg dich schon da vorne, du Penner, ey. Ah, renn nur. Renn nur. Ich krieg dich. So, jetzt habe ich dich gleich. Schau, ja. Turbo Boost. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Lauf, 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 Officer. Komm, Knallfinger. Komm, tu es. Hau mir auf die Fresse. Hau mir auf die Fresse. Yes, ich hab ihn. So, Kollege, du bist erstmal vor der Fest genommen, ne? Runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden. Mann, 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 ey. Was geht heute ab hier mit den Leuten? Spielen sie ein bisschen? Kann es sein? Haben sie irgendwie einen in der Waffel, so von mir wegzurennen? So ein Stress. Im alten Officer. Achso, ich hätte vorhin aber mal eher halten sollen, fällt mir gerade auf. So, die lassen wir auch mal gleich einbuchten, weil ich muss mein Motor zurückholen. Backup required for a suspect placed under arrest. Lauf ich nie, auf Wiedersehen. The Maze Bank Arena. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Roger. Das AP mit dem Typen, da lasse ich mal ein bisschen stecken, so mit dem habe ich auch keinen Bock, mich zu unterhalten. Ich will mein Motorrad wieder haben. Hey Kollege. So, was wir auf jeden Fall mal ausprobieren können. Ich habe ein neues EMS-System installiert, EMS System Medic. Und die müssen jetzt sozusagen von der nächsten Station angefangen kommen. Und müssen auch etwas schlauer umgehen im Fahrverhalten. Oder wenn sie auf Verletzte zufahren etc. Das sollen wir mal, müssen wir mal ausprobieren. Und zwar ist es, glaube ich, ein sehr guter Ort. Ich glaube, der wurde einfach verletzt hier. Tut mir echt leid so. Ja, bitte mal liegen bleiben. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sie müssen ganz kurz hier warten. Ja, ich glaube, das ist sehr gut. Citizens report, vehicles racing in Puerto del Sol. We have medical aid requested in the Maze Bank Arena. So, bis der EMS kommt. Oh, hab ich gerade seine Kohle geklaut. Wollte ich sagen, hol ich mein Bike wieder. Aber so wie es aussieht, ist es schon wieder verschwunden, oder? Ah, ne, mein Motor steht noch da, sehr gut. So, der andere wurde gerade verhaftet, wunderbar. Wir fahren mal da hoch und schauen, was der Medic macht. Ah, okay, da sind sie schon, wie ihr seht. Sogar zwei, habe ich mit zwei aufgedrückt. Und wie sieht's aus, Kollegen? Was macht denn der jetzt sein? Läuft er wieder? Ich glaube, dem ist hinbekommen. Aber ich habe irgendwie nichts von den Calls mitbekommen. Ich dachte, ich bekomme dann so ein paar Nachrichten. Vielleicht kriege ich jetzt noch einen Call rein vom EMS, was mit der Person war. Ansonsten müsste ich mir die INI-Nummer durchlesen. Citizens report a suspicious person in Davis. Okay, eine suspicious person. Respond code 2. Gucken wir uns an. Respond code 2, das heißt, wow. Sirene, aber ohne, also Lichter, aber ohne Sirene, so rum ist richtig. Oh, vorbeigefahren. Es ist doch früh am Morgen, aber durch den Nebel sieht man halt echt wirklich gar nichts gerade hier. Ein sehr trauriger Tag. Ah, dieses Motorrad macht schon echt Spaß, ey. So, was haben wir denn hier? Wait,
So. Schönen guten Tag, der. Ah, fuck you. We have a 148 in Strawberry. Da willst du ein Gespräch anfangen mit so einem illegalen Radiotransmitter-Typen, ja, und dann haut er gleich wieder ab. Das ist ja nicht so, als würde man den nicht gleich erkennen und wüsste, wer er ist. Hallo, Sir, wie wär's denn, wenn Sie mal anhalten? Das macht keinen Sinn. Entschuldigung, hallo. Hallo, Sie da, ja. Machen Sie keinen Scheiß. Das macht keinen Sinn. Hallo. Holy fuck. Okay, ich brauche Unterstützung, Leute. So was hat mir nicht gefallen. Ah, undercover einer ist im Start, sehr nice. Achso, ich sage das jedes Mal, aber ich muss dieses Fahrzeug, die Fahrzeugs mal ändern. Was haltet ihr davon? Eine gute Frage. Wenn ihr jetzt schon das Video guckt, ich würde gerne mal österreichische Fahrzeuge einbauen. Und zwar wirklich alle. Helikopter, EMS, Feuerwehr und so weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es euch mal wissen in den Kommentaren. Fände ich persönlich sehr interessant. Weil K1 Pro, den ihr auch kennt von YouTube, der hier auch manchmal meine Videos kommentiert, hat dann lauter tolle Texturen für die Modelle gemacht. Und die würde ich euch gerne mal zeigen und damit gerne mal spielen. Also lasst mich wissen in den Kommentaren, ob ihr darauf Bock habt. So, den Typen müssen wir jetzt einmal catchen hier. Nur der hat keinen Bock auf ein Motorrad, wie es aussieht, ne? What the fuck? Na goddamn, danke Kollegen, ihr habt da richtig gute Dinge gekriegt, ey. Und euch fehlt euer komplettes vorderes, die komplette Fortschütze, ey. Okay, wir holen eine andere Unterstützung, die können ja immer gar nichts hier. Attention all units, assistance required in the Maze Bank Stadium. Units respond code 3. Raus aus der Karre jetzt, sofort raus aus der Karre, du illegaler Radio-Broadcaster. Auf den Boden, nicht schießen, Kollegen, ich hab alles im Griff, nicht schießen. Sehr gut, sehr gut. So, sie sind vorläufig festgenommen, weil sie einfach Reckless Driving machen und total hängen geblieben sind. Was ist das für eine Fahrweise, die sie an den Tag gelegt haben? So, sofort die Kollegen hier bitte mal mitnehmen. Und den lassen wir mal abschleppen hier. So, den Typen nehmen wir mal mit. Auch sehr geil. Ah ne, ich packe ihn einfach in den Hahn und ziehe ihn mit den Knien über die Straße. Macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, die Leute über die Straße zu schleppen. So, da kommt der Transporter, da ist der Pickup. Wunderbar, guter Einsatz, Rolf. We have a Grand Theft Auto in La Porta. Units respond code 3. Grand Theft Auto direkt vor meiner Nase, wie passend ist das denn? Ist nicht dein Ernst, das ist der Truck? Es ist der Truck. Okay, der Truck, der gibt einen Scheiß auf mich hier. Das könnte richtig schwierig werden als Motorrad. Dispatch to all SWAT unit, assistance required in La Porta. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Oh, fuck it. Ab auf den Highway mit dem Kerl. Bin mal sehr gespannt, wie sich die SWAT hinter mir hat sich... Ja, okay, aufgelöst, so wie es aussieht. Okay, bei dem Nebel wäre so ein Heading. Wow, oh, fuck, jetzt habe ich auf die Tastatur geschaut. Damn, Alter. Entschuldigung, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ah, da kommt Strotter wieder. We've got units requesting air support over Los Santos International Airport. Air support is on its way. Oh Gott, hast du vorne gesehen, wie er gerade gesprungen ist? Ist voll auf die Karre hinten drauf gefahren. What the... Alter, Bus, really? Ich bin so im Arsch schon wieder. Vor allem noch einen Schuss, dann bin ich tot. Ah, mein Inventar super. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Truck... oh Gott, Leute! What the fuck? Was ist denn hier los auf einmal? Warum ist nicht so eine Mega-Schießerei? Leute, ihr macht doch nur Scheiße hier. Warum sind jetzt nur noch LKWs unterwegs?
Nur noch LKWs hier, seht ihr das? Was zur Hölle habe ich denn hier gemacht? Warum sind hier nur noch LKWs? Auf jeden Fall hat das Wort richtig verkackt. Und der LKW, der uns da gerade wegfährt, der gibt ganz schön Gas, ey. Ey, leck mich am Arsch, ey. Alter, wie ist denn der so schnell? Die Sirene geht mir schon auf den Sachsen lang, wie ich fahre. Ist der irgendwie gefallen? Ist der geflogen? Kann doch nicht wahr sein, ey. Wirklich? Wahnsinn. Also, dass wir so schlecht in den Verfolgungsjagden sind, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, Officer Knallfinger überrascht jeden Tag aufs Neue. Wenn ihr euch da draußen GTA-Videos anschaut, was schaut ihr denn noch so gerne? Lasst es mir wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel Best-of sehen möchtet, von Funny Moments, die ich zusammenschneide, kein Thema, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich GTA online spielen soll, mit Kollegen, Freunden, whatever, Missionen, Heists, DLCs, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich Funny Maps machen soll, Challenges mit Wallrides oder Sprüngen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde gerne nämlich noch eine zweite Sache in GTA aufnehmen und es nicht nur auf alles PDFA beschränken. Deswegen meine Bitte an euch, was schaut ihr denn sonst so gerne, wenn es GTA ist? Und was denkt ihr, würde bei mir auf dem Kanal passen? Schaut euch doch mal auch die Videos am Ende von diesem Video an, da mache ich immer so eine Endcard. Da gibt es ein Best-of von Worms und das andere ist ein Best-of von... Oh, jetzt muss ich überlegen. Bin ich mir gar nicht sicher, was in der Endcard ist, aber schaut es euch mal an. Das sind auf jeden Fall geschnittene Videos. Die sind vertont und mit Untertiteln belegt und so. Also da habe ich wirklich viel Zeit investiert und das sind auch Videos, die ich gerne für GTA machen würde. Also guckt es euch an, es lohnt sich, lasst mir Feedback da, ich würde mich freuen. Ihr bestimmt den Content, den ihr in Zukunft hier sehen werdet. Deswegen nehmt euch Zeit, guckt es euch mal an, lasst Feedback da. Und wenn ihr was schreibt, dann werde ich natürlich dann euch auch eure Kommentare berücksichtigen. Das habe ich auch noch voll verfahren hier. Alter, ihr seid doch alle total behindert hier. Unglaublich. Okay, massive Verstärkung. Attention all units, we have an officer requiring assistance in Mount Gordo. Respond code 3. Okay, alles klar. Jetzt gibt's eine Verfolgungsjagd à la Viva la America. Charlie 4, roger that. We're in the area. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht von unseren eigenen Einheiten gekillt werden. Ich glaube, wir brauchen schwere Geschütze. Dispatch to all SWAT units. Assistance required on Sonora Freeway. Charlie 4 here. We're in the air and on our way. Ocean 1 en route. Copy that. We're in the vicinity. What the fuck? Leute, holt eure Waffen raus. Mann, Mann, Mann. Leichte Eskalation. Kann nicht sein, oder? Dass ihr alle neben dem herfahrt. What the fuck? Warum bin ich jetzt wieder Zivilist? Kann nicht wahr sein hier. Hat mich so hart geslappt, dass ich gleich den Charakter gewechselt habe. Oh, das sieht aus wie, als hätten wir irgendwie verhaftet. Oder ist was hier los, Alter? Der fährt jetzt. Er fährt weiter, wirklich? Wirklich, Leute? Wirklich? Es ist wohl der schlechteste Polizeieinsatz, den ich seit langem gesehen habe. Jetzt haben wir noch einen zweiten Heli in der Luft. Seht ihr hier rechts? SWAT-Heli. Sehr gespannt, was die Kollegen jetzt hier veranstalten. Aber wie dieser Truck Gas gibt, ist unnormal, ey.
armes Verfahren. Sehr gut. Gestern Abend die ganze Zeit mit Flash GTA Online Motorradstunts gemacht, deswegen dachte ich mir, ey Ralf, da kommst du auch durch diese scheiß Mauer. Keine Probleme. Und da sind wir wieder mit dem Race. Oh fuck, fuck, fuck. What the f... Oh. Alter, als Motorradfahrer ist das echt nicht leicht in dem Game. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Oh. Sorry, das mit dem Zaun tut mir leid. Oh, das mit dem Zaun hier tut mir leid. Yep, genau so habe ich mir das vorgestellt. Verdammtes Motorrad, verdammter Zaun, was ist hier los? Was für eine Scheiße? So, meine lieben Freunde, leider ist der Einsatz gerade beendet worden. Ich habe leider noch die Hubschraubergeräusche in der Luft. Aber mehr weiß ich nicht. Dadurch, dass mein Motorrad da stecken geblieben ist, habe ich den Einsatz leider verpasst. Und es könnte sogar sein, dass wir zufälligerweise genau jetzt hier bei dem Truckdriver sind, der den ganzen Scheiß verursacht hat. Moment. Ja, damit ich mal hier gleich mal Absperrungen machen. So, der Herr, ich sage Ihnen eins, was Sie hier heute sich geleistet haben, geht überhaupt nicht klar. Sie sind deswegen festgenommen und ich muss Ihnen jetzt einfach auf die Fresse hauen. Ich muss Ihnen jetzt einfach mal dann von hinten auf die Fresse hauen. Warum bin ich so blöd, einem Zivilisten auf die Fresse zu hauen? Danke. So, und mit dieser wunderbaren Aktion würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Reingucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. LSPDFA Dubstrap Auto Now. Check die Videos aus.